Kriegsangst in Europa lässt die Börsen zittern. War das jetzt erst der Anfang und geht es im Laufe der Woche nochmal richtig, richtig runter? Können wir uns dagegen überhaupt noch wehren? Mehr dazu in meinem heutigen Video. Die Zeit der Diplomatie scheint abzulaufen in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Und das spürt man ganz klar an den Börsen. Unsere Long-Kandidaten haben sich zwar innerhalb des Screening-Dienstes noch gut entwickelt. Wir haben neue Hochs in den letzten Tagen für die Long-Kandidaten gehabt und auch die Short-Kandidaten entwickeln sich gut. Allerdings liegt das eben an der sehr guten Auswahl. Wenn wir uns die Märkte anschauen und mal schauen, was ist hier am Donnerstag und am Freitag passiert hier im S&P 500, kann man ganz gut sehen, der Markt hat es nicht mehr geschafft, seine Aufwärtsbewegung, die er vorher ja sehr schön begonnen hatte, hier weiter fortzusetzen. Es ist zu keinem neuen Hoch gekommen, sondern im Gegenteil, hier sind die Tiefs dann am Freitag wieder durchbrochen worden. Wir sind jetzt wieder an der 200-Tage-Linie gelandet und auch vorbörslich sieht es ganz klar danach aus, dass wir diese 200-Tage-Linie heute im S&P 500 zumindest zur Eröffnung erstmal nicht halten. Man konnte es ganz gut spüren, die Volatilität ist bereits am Freitag doch massiv angestiegen. Ich selber habe mich auch entsprechend positioniert gehabt in den verschiedensten Bereichen, weil es war einfach spürbar und natürlich ist die Angst der Marktteilnehmer auch entsprechend da, dass es hier zu einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine kommen mag. Ob das so kommt, das werden wir sehen, aber die Börsen nehmen es erst einmal vorweg. Das heißt, die Ersten sind einfach ausgestiegen aus dem Markt und wenn ich sage die Ersten, dann natürlich die, die jetzt zum Schluss hier auch hereingekommen sind. Der ein oder andere Marktteilnehmer ist natürlich vielleicht auch schon viel früher raus gewesen. Wir sind an der Grenze dessen, wo man sich ganz klar überlegen muss, ob man von der marktneutralen Haltung langsam auf die Short-Seite wechselt. Wie gesagt, ich habe am Freitag die ein oder andere neue Position auch aufgemacht, unter anderem ein Long in der Vola im VXX. Wird das Ganze dann auch nochmal im Rahmen unserer Trader-Ausbildung im Laufe der Woche dann auch nochmal begründen. Wieso, weshalb, warum? Das wird jetzt hier zu weit führen. Grundsätzlich lässt sich ja sagen, dass man am Vola-Index, wenn er über 20 ist, schon davon ausgehen kann, dass die Volatilität stärker ist. Wie gesagt, am Freitag massiv angestiegen. Dadurch einher natürlich hier der SPX, der hier auch deutlich unter die Räder gekommen ist. Ganz klar sieht man das Bild im amerikanischen Nasdaq-Index. Hier sieht man viel deutlicher die Schwäche, die wir schon seit einiger Zeit hier auch sehen, wenn man hier den Korrekturtrend sich anschaut. Der Markt ist hier wirklich massiv unter Druck geraten, hat hier neue Tiefs unter 13,8 markiert, hat sich dann hier versucht zu erholen in einer Bewegung hier an die alten Tiefs heran, eigentlich perfekt für einen neuen Short. Dann hier nochmal die kurze Korrektur und was wir dann gesehen haben, ist, dass der Markt es eben nicht geschafft hat, hier dann wieder nach oben wegzulaufen, sondern es ist hier tatsächlich nicht mal zu einem richtigen Doppel hochgekommen, sondern der Markt ist dann hier dann wieder nach unten gelaufen. Ich zeige das Ganze auch nochmal etwas anderes, was mir aufgefallen ist, was wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch genau wie ich auch am Freitag dann gesehen haben. Hier hat es dann am Donnerstag hier eine sogenannte Umkehrkerze gegeben. Der Markt hat versucht nochmal hochzulaufen, das hat nicht geklappt und dann ist es hier am Freitag dann wie gesagt dann der Abverkauf dann nach unten gekommen. Wir haben das in vielen Technologietiteln dann entsprechend natürlich dann auch gesehen. Wenn wir uns das Ganze anschauen, da muss man ganz klar sagen, also hier spricht absolut nichts für Long. Das heißt nicht, dass es hier nicht kurzfristig zu einer technischen Gegenbewegung kommen kann. Ich würde das allerdings auch nicht überbewerten wollen. Stichwort Turnaround Tuesday. Warum? Nun ja, die Börsen sind jetzt in einer Phase gerade angekommen, wo die Angst einfach vorherrscht. Und man hat das heute Morgen massiv sehen können im deutschen Markt. Wir haben hier zum einen diesen roten Kasten, ihr erinnert euch, wenn ihr die Wochenausblicke der letzten Woche euch angeschaut habt, der Markt ist in dieser Seitwärtsbox gefangen. Wir hatten hier das alte Hoch gehabt, der Markt ist zweimal darüber gebrochen, ist aber immer wieder zurückgekommen, deswegen nehme ich das mal raus. Wir befinden uns immer noch in dieser Seitwärtsbox, man sieht aber ganz gut, dass es hier am Mittwoch, am Donnerstag und Freitag noch massiv auch nach unten gegangen ist und auch heute, das ist dieses Bild, was wir auch öfter erleben, dann zum Handelsstart ging es dann auch unter die 14.900 Punkte aufgefangen wurde.
das Ganze dann hier wieder an den alten Tiefs, die wir hier schon mehrfach, wie gesagt, gesehen haben. Und deswegen scrolle ich hier auch nochmal so ein bisschen zurück, damit man das hier auch nochmal sehen kann. Also es ist schon klar zu sehen hier, dieser Bereich hat halt in den letzten Wochen gut gehalten. Jetzt müssen wir allerdings warten, was am Ende des Tages passiert. Ich selber, wie gesagt, gehe davon aus, dass wir tatsächlich, wenn wir keine Entlastung sehen sollten von der geopolitischen Lage, und das ist jetzt der entscheidende Faktor, und der kann dafür sorgen, dass wir sowohl in die ein oder andere Richtung massiv Bewegung bekommen, ist einfach, was jetzt passiert. Sollte es zu einem positiven Ergebnis kommen, das heißt, das, was Wladimir Putin auch sagt, er hat kein Interesse daran, einen Krieg in der Ukraine zurzeit zu führen, und das auch den Taten folgen lässt, so dass man sieht, okay, die Börsen, das scheint hier zu einer Entspannung zu kommen, dann werden wir sehr schnell eine recht starke Rally sehen, weil sich eben jetzt sehr viele Marktteilnehmer auf der Short-Seite entsprechend positionieren. Sollte es weiter eskalieren, gehe ich davon aus, dass wir alle Marken, die wir bisher als Haltemarken gesehen haben, innerhalb kürzester Zeit gebrochen werden und wir einen richtigen Schub nach unten bekommen. Deshalb ist es eben so wichtig, dass man als Trader genau einen Plan hat, wann man wie agiert. Und genau das ist auch das, was ich immer mache. Ich schaue mir im Vorfeld immer genau an, wie sehen die Börsen aus, dann einen Handelsplan, und diesen setze ich dann am Ende des Tages einfach nur noch um. Das ist auch genau das, was wir in den Ausbildungen immer besprechen. Wir werden auch am Wochenende im Rahmen von Rendite Unlimited natürlich genau auf diese Situation eingehen, weil dann wissen wir auch wahrscheinlich schon mehr, was hier passiert ist und wie vor allen Dingen auch mein weiteres Vorgehen dann für die nächsten Wochen sein wird. Dazu auch nochmal die Einladung von mir. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt für Rendite Unlimited am Samstag und am Sonntag, dann solltet ihr das jetzt machen, denn das Ganze ist für euch kostenfrei. Dauert immer von 9.30 Uhr bis etwa 13 Uhr. Ein Tag Investment, ein Tag Trading. Da will ich genau auf diese Situation auch nochmal eingehen und wie man diese dann entsprechend auch umsetzen kann. Ja. Wie soll es jetzt weitergehen? Wie gesagt, das lässt sich schwer sagen. Wie es weitergehen sollte, wäre aus meiner Sicht natürlich, es gibt Entlastung auf der geopolitischen Front. Die Märkte laufen wieder nach oben. Allein der Glaube fehlt mir zurzeit, wenn ich sehe, wie momentan agiert wird, wie untereinander auch gesprochen wird, gehe ich eher davon aus, und deswegen positioniere ich mich dann auch eben entsprechend, dass hier die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß ist, auch im DAX, dass hier die 14.800-Punkte-Marke im Laufe der Woche fällt. Und dann gehe ich davon aus, dass wir hier noch einiges an Druck auf der Unterseite bekommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es sieht nicht danach aus, dass wir neue Hochs in den nächsten Tagen oder Wochen sehen werden, sondern eben eher, dass es hier zur Schwäche neigt. Trotzdem werden wir auch innerhalb unseres Screening-Dienstes eben auch unsere Watchlist-Kandidaten auf der Long-Seite behalten, weil sie gerade technisch einfach gut aussehen, auch wenn der Gesamtmarkt nicht gut aussieht, muss man ganz klar attestieren. Aber wir haben, wie gesagt, in der letzten Woche auch in den meisten Titeln neue Hochs gesehen, sodass es auch Sinn macht, hier in diesen Titeln drinnen zu bleiben. Aber ganz, ganz wichtig in der jetzigen Zeit, erstens achtet darauf, dass ihr immer Stops im System habt, und für Neupositionierung macht euch einen Handelsplan, wie ihr wann agieren wollt, denn ich kann euch sagen, wenn man das nicht hat und man kommt in die Situation hinein, da kommt sehr schnell Stress in einem auf und man macht dann emotionale Entscheidungen und keine rationalen Entscheidungen. Das ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt, darauf werden wir auch am Wochenende noch einmal drauf eingehen im Rahmen von Rendite Unlimited, aber eben auch die Woche noch im Rahmen unserer Trader-Ausbildung, weil das ist jetzt in diesen Situationen eigentlich der Schlüsselpunkt, der nachher die Trader unterscheidet, die in solchen Situationen entweder gar nichts machen, Verluste erleiden oder die in solchen Situationen sogar sehr, sehr große Gewinne einfahren. Denn am Ende ist es wirklich so, mit einem guten Handelsplan, egal ob der Markt long oder short, nachher seine Stärke ausbreiten wird, kommt es darauf an, wie gut ist der Plan und wie gut setzen wir unseren Plan am Ende des Tages um. Ja, das war's wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Wenn ihr am Wochenende noch mit dabei sein möchtet und euch noch nicht angemeldet habt für Rendite Unlimited, einfach auf meine Webseite gehen, mariolüttemann.com, einfach hier auf Beginner klicken und schon könnt ihr euch anmelden für das kommende Wochenende am 19. und 20. Februar. Wie gesagt, von 9.30 Uhr bis 13 Uhr. Regulär kostet die Veranstaltung 29,95 Euro und für euch mit dem Aktionscode
RU100, Rendite Unlimited 100, RU100, das Ganze kostenfrei. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid, wünsche euch einen kühlen Kopf und trefft gute Entscheidungen in den kommenden Tagen. Das kann entscheiden, ob ihr aus dieser Situation Profit ziehen könnt oder nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.